willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten jetzt in Großbritannien und ja, hier habe ich meine Glitzerfeenpferdstute hingebracht und wir schauen dann gleich mal nach dem Paint Horse. Vorher können wir nochmal schnell die Post anschauen. Dear Player, thank you for playing and supporting Horsehaven. Please accept 15 Diamonds as our gift. Okay. Vielen Dank, Horsehaven. 6400 Münzen als Stallbursche verdient. Dann wurde das Dorf besucht. Die Pferde wurden gestreichelt. Ja, ich habe anscheinend wieder meine Tagesbelohnung vergessen. So. Gut, und wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Besitze eine Minimine der Stufe 5 in Füsten. Das haben wir mal schon länger. Die ist doch schon längst im Einsatz. Na gut. So, wo war das denn? Ich glaube, in Montana war der Hengst, ne? Ich hoffe, der steht da jetzt. Für uns noch. Mal sehen. Das müsste er sein, ja. Und dann gab es in Frankreich ja noch eine Stute. Oh, ist das teuer. No, oh Gott. Es ist... So, wir möchten auch gerne ein Paint Horse. Gleich Stufe 3, wäre schön. Das ist natürlich die geringere Chance. Und das wird natürlich ein Glitzerfeenpferd, was sonst. Schade. Na gut. Mal sehen. Wir züchten dann erstmal den Fisch. Und schauen dann... Ne, da müssen wir noch... Also es wird nichts wahrscheinlich mit der Zucht in Frankreich, um da weiterzumachen. Aber beim Fisch möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Und dann müssen wir uns gleich noch den Widder anschauen. Der ist jetzt... Ja. Da. Wir könnten ihn züchten. Ich hoffe, ich habe mich nicht verschaut. Dann... Würde ich sagen, würde ich das in Montana versuchen. Ich meine, da habe ich nämlich ja ein Pärchen, mit dem das gehen soll. So, erstmal holen wir dich jetzt. Ja, die schicken wir jetzt auch einfach auf die Wiese. Ist der Kleine nicht so alleine. Und die anderen dürfen wieder züchten. Mal sehen. Ihr beiden. Lässt sich Zeit. Na dann. Auf geht's. Es bleibt kurz davor stehen, das ist doch nicht wahr. Es sind immer Hauptsache nicht die 13% treffen. Na super. Ja, dann würde ich sagen, auf nach Montana. Dann schauen wir uns gleich erstmal an, ja, was wir für Konstellationen zur Auswahl haben, die wir freischalten können für den Widder. Und zwar, hier möchte ich mir auf jeden Fall nochmal, ich denke mal, diese Hörnchen, weiß ich nicht, ob wir die extra kaufen können, aber diese Decke bestimmt. So, wir hätten einmal Asiatic Pony und amerikanisches Warmblut. Wir hätten den Jütländer und das bayerische Warmblut und das Shire Horse und das belgische Warmblut zur Auswahl. Eine von den drei, ja, Varianten. Ich glaube, amerikanisches Warmblut habe ich noch gar nicht. Shire Horse, belgisches Warmblut habe ich. Belgisches Warmblut sind ja Toni und Ronja. Bayerisches Warmblut habe ich auch. Und Shire und Jütländer beide. Aber ich meine, ich habe hier Jütländer und Bayerisches Warmblut auf jeden Fall zusammenstehen.
Gucken wir noch mal. Westfale. Seite hin. Belgisches Warmblut, ja, aber... Bayerisches Warmblut, genau. Stute. Und wo sind die Jütländer hin? Ja, hier ist auch eine Stute. Ach, mir ist jetzt zweimal Stute hier. Das ist halt blöd. Das ist ja... Oder habe ich irgendwen übersehen? Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich schon Hengst und Stute vom bayerischen Warmblut. Vom Jütländer auf jeden Fall. Aber wenn er nicht hier steht, ist das natürlich unpraktisch. Ich würde schon ganz gern jetzt beginnen mit der Zucht. Ich würde ungern Stufe 4 nehmen, weil das dann doch ein bisschen sehr teuer ist. Finde ich hier aber nicht. Also nicht. Ich habe den Jütländer hier hinten in Frankreich stehen. Das wäre nämlich ein bisschen doof. Dann, weiß ich nicht, geben wir eventuell wieder Diamanten aus. Das ist ein bisschen teuer momentan. Wir gucken mal, was sagen denn die Aufgaben? Okay, 50 gibt 500. 500 natürlich. Das können wir auf jeden Fall nicht mal so eben. So, wenn jetzt hier der Jütländer Hengst untergebracht ist, bringen wir den auf jeden Fall nach Montana. Ach so, American Indian. Wo ist er denn? Ich muss doch... Ich habe zwei Jütländer. Da muss ich doch auch einen Hengst haben, oder nicht? Draußen stehen sollte er eigentlich nicht. Gucken wir nochmal nach Deutschland. Ja, super. Jetzt habe ich die natürlich wieder alle auf die Wiese geschickt. Vielleicht sollte ich mir das mal abgewöhnen. Und dann später. Aber ich dachte echt, ich habe... Vielleicht steht er auch gar nicht hier. Bayerisches Warmblut. Wäre auch eine Möglichkeit, ihn rüberzubringen. Ist natürlich blöd, wenn hier beide Hengste stehen haben. Natürlich. Ach Gott. Ja, dann eventuell doch mit Ronja. Shire, aber Shire habe ich auch beide hier stehen. Also Shire meine ich, habe ich geschaut. Die stehen beide hier. Die Stute, genau hier. Lucky und Rocky... Das Rocky? Ja, es ist Rocky. Habe ich die Shire eigentlich schon auf Stufe 3 gezüchtet? Haben wir eventuell noch irgendwo ein Schimmelchen stehen? Morgen. Ja, ist ja wieder gut. Nee, wir haben Shire. Stütchen. Bitte nicht auch hier. Hoffentlich habe ich die gute woanders hingebracht. Muss irgendwo anders sein. Gut. Ja, super, nach dem Shire habe ich jetzt gar nicht geschaut, weil ich eigentlich die Zucht... Das ist so teuer, mit den, wenn ich mit den T4 Pferden züchte. Dann gucken wir hier rüber. Exklusiv. Jetzt muss ich nochmal. Das ist jetzt auch. Ich wollte ja jetzt nicht die ganze Zeit die Oasen hier durchschauen. Gehen wir gleich nach Montana und schauen mal, ob wir da unser Shire haben. Mal sehen, dann müsste ich da eventuell sonst Diamanten ausgeben und nochmal die andere Variante freischalten. Mal sehen. Hier. Wahrscheinlich steht die jetzt in Frankreich oder so. Aber das soll ich einfach mal die passenden Pferde zusammenstehen hat. Ach Gott.
Also wenn jetzt in Frankreich hier wirklich steht, dann, ne, dann bringe ich meinen Jütländer rüber, würde ich sagen. Dann müsste ich zwar keine Diamanten ausgeben, weil ich hier noch jemanden reinschicken könnte, aber... Bretone... Hier ist sie. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall nicht weiter suchen, wir haben sie nirgends übersehen. Aber wir schicken jetzt... Ja, ich glaube, ja, wir schicken unseren Jütländer rüber. Ich glaube, Jütländer züchten wir dann eher als die bayerischen Warmblüter. Ja, wen schicken wir denn mal? Wen holen wir mal von der Wiese? Ja, er hat auch ein Level up. Ja, das tut weh, das tut weh. Dann schauen wir mal rein. Vielleicht gibt er uns ein paar Diamanten wieder. Nee, natürlich nicht. Keine Chance. Hätten nur eine Chance, wenn wir ihn verkaufen. Hm. Gut, er hatte gerade das Level up. Das wird sich eventuell lohnen, ne? 81 schon, wie viel die wohl auf Stufe 15 wert sind. Wollen wir das mit ihm vielleicht mal ausprobieren? Stufe 15, wie viel die da wert sind? Aber jetzt, na gut, jetzt schicke ich ihn erstmal auf die Wiese. Ich hoffe, ich vergesse ihn da nicht. Aber ich habe ja schon irgendeinen stehen, einen Hengst. Nur den André. Ich weiß gar nicht, ob er auf dem Level er ist. Level 7 erst. Na gut. Wo ist unser Jütländer? Da ist er. Und dann haben wir in Montana überhaupt Platz. Ja, haben wir. Müssen wir ihn da hinsetzen. Und dann müssen wir dafür jetzt auch nochmal Diamanten ausgeben. Das ist so bitter. Aber doch, bei dem Wetter möchte ich jetzt doch auch beginnen. Wir können mal wenigstens die Weide hier. Vielleicht gibt es da nochmal ein, zwei Diamanten. Ja, zwei. Sehr schön. Dann... Quatsch, was mache ich denn hier? Blödsinn. So, 24 nochmal. Jetzt ist er da. Ne, wir müssen erst die Variante freischalten. Bayerisches Warmblut, Jütländer aktivieren. Gut. Los geht's. Oh. Wenn man da richtig trifft. So, wir brauchen den Vito und wie hieß denn unsere bayerische Warmblutstute? Wo ist sie hin? Da, Drina. Ach, Drina müsste eigentlich auch mal umbenannt werden. 12% Chance. Ja, mal schauen. Was es wird. Ja, natürlich. Ein Jütländer. Na gut. Wir haben angefangen, 10 Stunden. Dann könnte ich eventuell nachher nochmal versuchen. Ich hoffe... Ich denke dran. Dann öffnen wir jetzt erst nochmal die Kisten. Ich glaube, die Rennen machen wir dann heute nicht mehr alle. Wir können ja nochmal eins machen mit Ronja, würde ich jetzt mal sagen. Denn, ja. Wir haben ja eventuell nochmal die Chance auf den klassischen General. Und da möchte ich jetzt wenigstens schon mal ein paar Rennen nochmal mit den beiden besseren Pferden machen. Sagen wir es mal so, mit meinen beiden Besten. Das war jetzt nur gut, das ist schon mal nicht so toll. Ja, nee, ich glaube, das kann ich vergessen. Das kann ich wirklich vergessen. Aha, der letzte wird nochmal perfekt. Aber mit welcher Zeit gehen wir ins Ziel? Ja, 33. 27 ist jetzt nicht so. Aber das heißt, ich habe nur 27. gut gemacht durch die, nein, nicht mal. Ich
habe dreimal mehr perfekt bekommen und da habe ich 33,0. Das war wirklich meine Bestzeit beim letzten Mal. Dann war das ja gar nicht so heftig. Wir können nochmal auf die... Ach nee, nicht da, sondern... 470 jetzt. Ist schon mal besser. Oh, was für Zeiten haben die denn? Ja gut, auch selbst mit meiner Bestzeit komme ich hier nicht mehr rein. Ist das denn... Ja, ist das wieder der klassische General? Ja, nee. Dann müssen wir da hoffen, dass wir ihn irgendwann hier für die Aufgaben kaufen können. Ja gut, können wir. Momentan reicht es aber noch nicht. Ja, jetzt 500 Diamanten ausgeben möchte ich auch nicht. 60 ist jetzt schon schlimm genug. Und ja, gut, dann würde ich sagen, war es das aber für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir schauen uns trotzdem nochmal schnell die Deko an, oder? Vom Widder, bevor ich das wieder verplane. Ja, so. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, das ist der Sattel. Sieht bestimmt am Widder ein bisschen schöner aus. Hier ist das Jäckchen. Okay, da backt so ein bisschen die Mähne durch hier. Mehr sollte es ja eigentlich hier nicht geben. 280 Diamanten ist natürlich auch nicht günstig, aber gut, ne? Das ist schon günstig. Dann nehmen wir das mal ab. Aber wir möchten nochmal hier schauen. Was ist das? Okay, das ist wahrscheinlich das, was bei den anderen die Maske war, oder? Dann haben wir hier die Trense. Nee, die Hörnchen muss er dann dran haben. Die sehe ich jetzt hier nicht. Ja, na gut. Dann würde ich aber sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ja, versuchen dann auf jeden Fall weiter den Widder zu züchten. Beim Fisch werden wir es weiter versuchen und die Konkubine auch. Also es wird teuer. Also bis dann. Tschüss.